Yo, Freunde, willkommen zum ersten Video im 2024. Heute spielt den FC Basel gegen den FC Bayern. Es ist ein Freundschaftsspiel. Heute wird's ganz, ganz, ganz gechillt. Wir gehen einfach dahin, chillen, essen was, schauen den Spiel, einfach genießen es einfach nur zum ersten Spiel dieses Jahres. Und danach ist auch eine Woche Pause und danach gehen die Spieler hintereinander los. Genießt einfach unser Leben, genießt den Vlog. Und ja, wir machen uns auch langsam auf den Weg. Und viel Spaß, Leute. So, Leute. Wir sind jetzt hier in Basel. Jetzt gibt es aber ein kleines Problem. Und zwar, wir sind ziemlich im Stau. Das Match geht erst in 45 Minuten los. Wir haben schon noch ein bisschen Zeit. Wir müssen halt noch ein Parkieren reingehen. Dies, das Stadion ist auch direkt hier. Aber ja, wir müssen halt noch irgendwo parken und danach da reingehen. Keine Ahnung wie. Aber wir werden das schon irgendwie schaffen. Und ich will noch irgendwas zu essen holen. Aber das Spiel geht erst in 45 Minuten los. Das wird schon irgendwie reinhauen. Aber wir müssen langsam, aber sicher irgendwo parkieren und einfach da reingehen. Aber das schaffen wir schon. Und auf jeden Fall sehen wir uns da drinnen. Also, es ist so, wir sind jetzt immer noch in Basel, haben noch immer noch nicht geparkt und in 15 Minuten ist Kickoff. Ich glaube, ich werde jetzt einfach irgendwo hier oben parken, egal wo, und dann sprinte ich einfach nach unten. Ich glaube, das ist das Beste, was ich machen kann. So, ich habe jetzt einfach irgendwo hier im hintersten Eck parkiert. Ich hoffe, es ist reserviert, aber ich habe keine Chance dazu. Von dem her, ich denke, es wird schon klar gehen. Aber jetzt sprinte ich einfach nach unten, denn ich muss gehen, Digga. So, Leute, wir sprinten hier durch. Wir sind hier. Alter, ich bin so kaputt. Ich bin alles durch. Gesprintet bis nach unten. Ich bin so kaputt, ne? Es geht jetzt gleich los. Man hört es ein bisschen raus. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier rein muss. Oder eins weiter vorne. So, wir sind jetzt hier angekommen. Das Stadion ist einfach nur voll. Es ist unglaublich. Es ist wirklich voll. Es ist ein Bereicherspiel. Es ist so dumm. Ich habe keine Ahnung, wo ich sitze. Irgendwo hier. Oh, sorry. Hier ist auch das Hauptspiel. Alter! Wie geil ist das denn? Hier sind die ganzen Dings. Ich sitze auch irgendwo hier. Alter. Da sind die ganzen Bayern-Fans. Aber die Kurve ist nicht da. Wie ich schon dachte. Aber trotzdem sind sehr, sehr viele Bayern hier. Bayern und auch Basler. Schon krass. Aber ihr seht, das Stadion ist bis oben hin voll. Ich muss jetzt mal meinen Platz suchen. Jamal Musiala, Harry Kane. Jawohl! Alter, nice Parade. Marvin Hitz ist ready. As you see, es ist so geil zu sehen. Okay, es sind trotzdem sehr, sehr viele Mutenser Kurve-Leute hier. Aber es ist offiziell die Kurve, die hier ist. Und da seht ihr auch Joshua Kimmich. Alter, es sind schon sehr viele auch Reporter hier, ne? Boah. Also ihr seht, hier sind unsere Plätze. Da. Und es geht schon voll los. Und man merkt auf jeden Fall, es ist eine andere Stimmung als sonst hier im Jökali. Schon komplett anders. Eigentlich sitze ich ja immer die hinten. Da. Aber naja. Das ist wirklich geil zu sehen. Es ist komplett andere Stimmung. So, die ganzen Leute sind einfach hier so auf Party-Modus irgendwie. Ja, es sind einfach irgendwie ist jeder für jeder. Aber ist schon geil. Das Eckball. Der Bayern ist auch gut dran, aber ich muss sagen, so da mit Jamal Musiala, der hat schon einen kranken Überblick über den ganzen Feld. Ne? Sein Überblick ist schon krank. Bayern macht das schon ziemlich gut. Ja.
wieder Eckball für Bayern. Aber Bayern ist schon immer, man sieht, also Basel hat schon Probleme gegen Bayern, aber das hatte ich auch schon gedacht. Der war gut aus dem Dreh heraus, ne? Aber da ist einer verletzt. Alter, was eine Parade von Marvin Hitz. Was eine göttliche Parade. Es ist auch ziemlich lustig. Man hört einfach alle seine Müller, seine Schreie, ne? Der Typ schreit so rum, das ist unglaublich. Ach du Scheiße, Mann. Also man merkt schon, Bayern ist auf jeden Fall im Überschlag, aber Basel ist auf jeden Fall hinten dran, aber man merkt das bei den Fans, ist halt schon so, wie soll ich sagen, so eine Freundschaftsspielstimmung, ne? Die singen so ein bisschen, aber es ist so funny, man merkt, es geht nicht um etwas, aber es ist ganz geil zu sehen. Man merkt aber auch bei Jamal, der fucking Ball bleibt einfach auf die Füßen kleben, ne? Der lässt einfach den Ball nicht von den Füßen weg, die Ballkontrolle ist unglaublich bei ihm. Schon geil hier zu sein. Ne? Wirklich eine geile Stimmung. Ist so eine Freundschaftsspielstimmung, aber trotzdem. In 2 Wochen geht es dann richtig los hier in der Liga. Und danach sehen wir ganz kranke Matches wieder. Und das alles hintereinander. Da hinten mit Davis und Upamecano, da kommt einfach wirklich wenig durch, leider. Ja, war nicht schlecht. Aber Eckball für den FC Bayern. Was macht ihr mir so viel Zeit, Bruder? Hatte die Zeit des Lebens und der schießt ihn einfach aus der Drehung weg. Da ist einer verletzt. Hätte so viel Zeit gehabt, Mann. Ja, die Basler fangen an, wieder zu singen. Ziemlich geil hier, wirklich. Das ist nicht wie ein normaler FC Basel-Spiel, aber trotzdem nice. Und wir sind auch schon in der 33. Minute. Man hier seht, immer noch 0:0. Oh mein Gott! Das war wahrscheinlich Manuel Neuers erste Aktion in diesem Spiel. Aber Basel ist jetzt sehr, sehr gut nach vorne gekommen. Aber ziemlich schlecht abgeschossen. Ja, Ball weg. Oh mein Gott, knapp an die Füße durchgestriffen. Das ist auch so ein bisschen Konzert hier geworden. Jedes Mal, wenn ich einfach Basel schaue, gehe, ne? Irgendwas läuft. Travis Scott, 187 Bones, was auch immer. Die Party komplett. Alter, es ist unglaublich voll hier, wirklich. Also ihr seht, das Spiel ist schon wieder angelaufen, es geht schon wieder los. Aber es ist auch hier immer noch alles voll. Also ich hole mir, glaube ich, noch kurz was zu essen. 1:0 für den FC Basel! Ach du Scheiße, ich war hier und hab was gegessen, Alter. Ich dachte jetzt nie im Leben. Da geht auch eine Pyro los. FC Basel 1:0. Da ist er. Gauto mit der Nummer 33. Wir sind jetzt in der 60. Minute. Ich
konnte leider nicht viel filmen. Aber Basel ist jetzt in der zweiten Halbzeit viel, viel besser dran. Wir haben auf jeden Fall mehr Druck. Haben auch andere Spieler vorne. Wie auch Gattuso zum Beispiel oder auch Barry. Die machen schon viel mehr Druck als vorhin. Und deswegen ist auch das 1-0 schon gefallen. Barry hat den Schuss des Lebens verfehlt. 1-1 gegen den Torwart Ulrich. Alter. Goretzka hat den größten Annahmefehler gemacht. Der ist einfach über den Kopf gesprungen, den Ball. Und danach konnte Barry nehmen. 1-1 ein Torwart, aber hat leider verfehlt. Ach du Scheiße. Gaucho wieder vorne. Barry wieder in die Spiel. Ziemlich knapp, aber Barry steht eigentlich ganz gut, Mann. Und schon wieder all 2 Minuten. Hat Basel eine Chance. Was macht er? Ja, das ist schwierig. Oh, aber Karl, nicer Schuss. Gut überlegt. Also Basel kommt die ganze Zeit nach vorne. Spielt ziemlich gut jetzt in der zweiten Halbzeit. 40, Janis Rito. Da sieht er auch Sané, Jamal. Da vorne mit Harry Kane. Aber ich weiß nicht, was die machen. Ich glaube, die gehen einfach in die Umkleidekabine. Aber ich verstehe nicht, warum. Okay, jetzt verstehe ich irgendwie gar nichts mehr. Die gehen auch schon in die Umkleidekabine. Aber ich verstehe nicht ganz, warum. Ich denke, vielleicht gehen sie auch schon duschen oder so. Ich weiß nicht. Eins zu eins. Was ein Luck hier, 1-1. So ein Luck hier, einfach durch die Spieler durch und ins Tor. Aber das halt auch Fußball. Auch ein bisschen Glück dazwischen. Da oben ist richtig voll, ne? Die haben da alles Pyros gezündet, die haben auch schon jetzt ein Feuerwerk gezündet. Für ein Freundschaftsspiel fast ein bisschen zu viel, aber naja. Also ich würde sagen, wer hier die Mutterhänzer Kurve, dann war Bayern schon ein bisschen leiser, ne? Da hinten liegt auch einer schon auf dem Boden. Für ein Freundschaftsspiel auch ein bisschen scheiße. Aber wäre es nicht so geil, wenn er jetzt sich wirklich verletzt vor der Meisterschaft. Ball da raus, scheiße. Oder nein. Hallo! Die Bälle sind doch einfach geil, Mann. Schau dir mal den G an, Digga. Der kommt an mit seinem Kaffee wie immer. So, wir sind jetzt in der 90. angekommen. Noch 2 Minuten Nachspielzeit. Nicht mehr viel. Wir haben hier nicht die allerbesten Plätze gehabt, vor allem wir konnten hier leider nicht die Gästekurve sehen. Und Mutensakur war ja leider auch nicht hier. Aber in 2 Wochen wird es dann richtig losgehen, wieder bei der Credit Suisse Liga. Hier ist ja nur ein kleines Freundschaftsspiel. Aber wir werden schon sehen. Vielleicht 91. Minute. Wir haben noch 1 Minute zu spielen. Aber Gauto kommt einfach nicht durch. Ich dachte, Barry macht ihn einfach rein und es ist vorbei. Es ist Schlusspfiff. Und den FC Basel hat es 1-1 gegen den FC Bayern gemacht, was auch niemals gedacht hätte. Es ist ein Freundschaftsspiel, aber dennoch ziemlich geil. Da seht ihr auch Celestini. Und auch die ganzen Spieler. Goretzka. Armer Typ, der hat hier so ein Oldschool-Trikot, wirklich Oldschool, aber der läuft einfach durch. Alter. Das war einfach der Kommentator von dem Stadion, der einfach hier von mir vorbeigelaufen ist. What the fuck?
Also ihr seht's, Leute, das Stadion leert sich aus. Hier, die Mutter-Enzer-Kurve geht auch langsam raus. Das ist ja keine richtige Kurve, aber ihr wisst schon. Da hinten, die Bayern-Fans gehen auch schon. Wobei muss man sagen, die Bayern-Fans waren ein bisschen überall. Aber es ist ja, wie es ist. Ist nicht das erste Mal so hier im Jörg-Kali. Ja, muss man sagen, halt, stell dir vor, die Mutter-Enzer-Kurve wäre hier, wenn es ein wirklich ein richtiges Spiel wäre, so wie halt Credit Suisse sonst ist. Aber sie kommen ja nicht, das ist ja nicht geplante Kurve so. Aber ist trotzdem ziemlich geil. Es war eine geile Atmosphäre. 1-1 gegen den FC Bayern ist nicht schlecht. Sieht gut aus für den FC Basel. Ein bisschen schlecht für den FC Bayern, aber ist halt auch nur ein Freundschaftsspiel. Ne? Also die werden wahrscheinlich nicht alle Vollgas gegeben haben, weil es halt auch schon wieder die Liga, die losgeht. Und wir bleiben gespannt, wir sind gespannt. Und ja. Wirklich nochmal hier vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Für die ganzen Hilfe, für alles. Und dieses Jahr geht es genau gleich weiter wie letztes Jahr auch. Und ja, wir sehen jetzt, glaube ich, im nächsten Spiel ist auch, glaube ich, Young Boys, glaube ich, gegen Basel. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Lasst doch ein Like da, ein Abo. Vielen Dank nochmal für alles. Dieses Jahr geht genau gleich weiter. Nächste Woche erstmal eine Pause, da kommt nichts mehr. Vielleicht Gaming-Video werde ich mal schnell sehen. Aber in 2 Wochen geht es dann wieder normal los mit der Liga. Da sehen wir jedes Spiel dabei, denn es sind kranke Spieler hintereinander. Also, ja, hier nochmal vielen Dank. Ciao.